ich bin ein Bär, ich habe scheiß Texturen und ich sitze in der Hauptstadt rum. Und hallo, ich bin ein Kopf mit Fisch und Arm, der im Kreis springt. Ja, es sieht strange aus. Jonas, was bist du so cooles? Penne. Bist du ein Metall-Pikachu? Was? Metall-Pikachu? Alter, die Viecher sehen aus wie Pikachu in Metall und Lego. Naja, also ich würde sagen in Holz und Lego und es sollen ja sowas ähnliches wie Schukos, glaube ich, sein. Also Leute, herzlich willkommen zurück zu Aion. Wollten wir euch damit gesagt haben, ne? Alter, Moment. Moment. Was? Dies ist der legendäre Teddybär, der auf dem Schlachtfeld des Märchenlandes steht, siegreich war. Der Legende zufolge ist sein Körper übersät mit Spuren brutaler Kämpfe. Ja, so sieht er aber auch raus. Die haben sich auch mit den Kanten nicht viel deswegen Mühe ist gegeben. Deswegen ist die Textur auch so kacke, weil er schon... Okay. Also nicht nur die Textur ist kacke, der hat übelste Kanten. Ja, das stimmt. Das ist kein besonders kuscheliger Bär. Angeblich teilt er seine Kraft, wenn man seinen Bauchnabel drückt. Wollt ihr es versuchen? Ihr drückt den Bauchnabel des Teddybären. Jetzt habe ich das Anfeuern des Teddybären. Genau wie ihr auch. Dankeschön. Der Fuck, Alter. Alles klar. Aber krieg ich von dem Kopf auch was? Muss ich dir vielleicht ein Auge reindrücken? Nee. Finde ich gut. Das bleibt leider. Warte mal. Ach nee, das ist ein Laden, leider. Da kann ich was kaufen. Komm, ich will noch irgendwelche Leuten irgendwo drücken. Warte, hier ist ein zerknitterter Werbezettel, da steht mal drauf. Hui! Alter, vor allem ein zerknitterter Werbezettel, der vom Regen aufweicht und stark. Alter, was ist denn das hier für ein Event? Ein Chaos Buggy. Das hier sieht aus wie ein Dwemer von Skyrim in Moderne. Und alt Plüschtier. Ach so, der linke. Ich dachte, der ja, ein Dwemer ist wohl kaum ein löwenartiges Plüschtier. Naja, er hatte in dem einen Moment jetzt auch irgendwie ein bisschen was Dwemer-mäßiges. Mit Rüstung und einem Stab. Ja, ich hoffe, du hast diesen epischen Flug von mir. Oh. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin zu... Haha. Was ist denn das für ein komischer Werbezettel hier? Hä? Doch scheißegal. Okay, alles klar. Wollen wir mal anfangen? Ja, ach nee. Sorry. Also, wir waren ja die letzten zwei Folgen hier bestens in Pandemonium unterwegs. Ach komm, scheiß drauf laufen, weil wir einfach die Schriftrolle nehmen. Ich hab schon, aber da steht nur was Eigenartiges drauf. Nee, hier die in eurem Inventar, die Rückkehrschriftrolle zur Altgard-Festung. Let's use it. Okay, weiter. Auf Kommando. Warte doch mal. Alles klar. Komm, das sieht bestimmt übelst episch aus. Bestimmt eh nicht, aber pst. 3, 2, 1. Los. Total episch. Nein, warte. Das Interessante sind ja eh die Strahlen, ob wir die gut getimed haben. Haben wir oder haben wir nicht? Ja, haben wir. Oh! Lol. Leute, wir verschwinden einfach nur. Och, scheiße. Rotze. Also, das war sowas von episch, Alter. Wir waren gleichzeitig weg. So, und das Intelligenteste ist ja, ich muss jetzt euch erstmal hier wieder in die Gruppe einladen, weil die wurde ja aufgelöst. Und ich kann euch nicht rechts klicken, weil ihr noch durchsichtig blinkt. Ja, kann ich jetzt... jetzt kann ich ja klicken. Sehr gut. So, ja, wie gesagt, wir waren in den letzten zwei Folgen hier bestens in Pandemonium unterwegs und jetzt zeigen wir euch eine völlig neue Gegend. Das hier ist Altgard und ich glaube, ich hätte eigentlich noch mit diesem Typen reden müssen in Pandemonium, oder? Die entsenden nach Altgard, ja, scheiße. Ich habe übelst viel Zeug in meinem Dingens hier als Kampagnen und Quests und den ganzen Scheiß. Hast du hier schon alles angenommen, oder was? Nein! Das ist alles aus der Stadt. Aus Pandemonium. Achso, okay, na gut, das habe ich alles abgefasst. Warte mal, Altgard ich bin sofort wieder da, aber ich glaube, ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne diese Quest hier noch machen mit sprecht im Eingang von Pandemonium mit Doman. Das ist zwar übelst Geld verschwenden, dass ich mich jetzt nochmal zurück teleportiere, aber pssst. Ich komme sofort wieder. Falls ihr das auch machen wollt, könnt ihr das auch noch machen, ne? So, Doman, Nachschubanfragen, alles erledigt, gib mir Geld und Zeug und entsende nach Altgard. Ich bin bereit. Tschüss. Nee.
Teleportiert euch nach... Ja, das wäre richtig. Nein. Aber vielleicht kriege ich ja dadurch jetzt hier irgendwie ein bisschen Geld oder so. Könnte ja sein. So, jetzt bitte lass mich wieder in die Bescheid, Gruppe wenn zurückkommen. Was hat. Ja, ich bin noch in der Gruppe, das finde ich ja geil. Moment, Jonas? Jonas, ja. Bist du gestorben? Ich hab gerade mit Loki, mit Davian. Was? Mit... Was hast du denn gemacht? Ich hab gekämpft, ja. Ah, okay, das ergibt Sinn. Warte mal, ich muss mich kurz... Sitze. Ja, ich versuch's gerade. Ich würde sagen, dann nehmen wir hier mal ganz kurz alle Quests an, die hier in der Stadt sind. Jetzt hat er mich ernsthaft auch noch zum Duell aufgefordert. Slinkjagd, ja. Ja, ist gut. Slinks jagen. 5 Slinkschwänze. Er hat Schwanz gesagt. Alter, was für ein Kacklevel hat der? Was für ein Kacklevel hat er denn? Ich weiß es nicht. Guck über seinen Channel. Warte mal. Sehe ich ihn? Ist er das da? Nee, das bist du. Der da. Alter. Darwin Loki ist Stufe 22 Templer, wenn ich mich nicht ganz doll irre. Nee. Nee. Ja, dadurch, dass ich die ja immer wieder heile, hat sie eine Chance. Warte. Der ist... Doch, der ist doch Templer. Ach ja, stimmt. Zack, hier bin ja ich und nicht hier. Naja. Stufe 22 Templer. Zeig mal, was hast du? Er hat Susu, Hams und Della probiert. Nein, ist das nicht erst, ist das nicht, ist ihr Lieb hier? Ein Schild des Sees. Er hat schon Schwingen. Interessant. Er hat kein... Okay, er hat keine Ohrringe. Ah ne, Ohrringe haben wir auch noch nicht. Rang 9, das muss ich okay. Warum guck ich mir jetzt eigentlich sein Loadout an? Das ist völlig uninteressant. Also ihr könnt hier nebenbei beim Zugucken, wenn ihr wollt. Ist euer Duell zu Ende? Nee, ne? Wow, das ist so ereignisreich. Hier schlägt auf ihn drauf, ihn juckt es nicht. Ja, irgendwie. Er weicht auch irgendwie jedem dritten Schlag weicht er aus. Und von den Verbleiben... Oh! Alter, hat der für eine Regeneration hier? Ich weiß es einfach nicht. Alter, ich bin schon im Aether-Tag, das kann doch nicht sein, ey! Ja, der ist halt einfach mal 10 Level drüber, ne? Da kann sie halt nichts machen, ne? Ich nehme mal weiter Quests an. Ach so, übrigens, wenn es ist übrigens vielleicht gar keine so schlechte Idee, sich hier am Obelisken zu binden. I did that. Seelenheiler, Kristall des Eissees. Alles klar, wir sollen Kristalle sammeln auf dem Altgard-Eissee. Das kriegen wir nämlich auch hin. Morn, Archonten Centurio Morn hat ein Lobnitenproblem, deswegen sollen wir Tentakel-Lobniten töten. 10 an der Zahl. So, Trut, die Hohepriester. Ich finde, dieser Name ist so behindert, ja. Trut. Es klingt so richtig wie so eine olle Kräuterhexe. Trut, die der Hohepriester von Altgard. Hat ein Problem mit dem Kritzler. Alter, wie das den 0% juckt. So, warte was? Hier warte mal, am Seelendingens binden. Sprecht mit Tulberg. Okay, mit Tulberg sprechen. Er hat irgendwas an irgendwen verliehen. Und, achso, ich glaube, das ist wahrscheinlich das Buch. Nein. Ach ja, genau. Wir sollen jetzt gleich herausfinden, wer das Buch hier verunstaltet hat. Deswegen heißt das ja auch der Kritzler. Dankeschön. Bitteschön. Nee, was? Ging nicht an dich. Ich weiß. So, ich nehme jetzt hier weiter mal Quests an. Wollt ihr auch mal Quests annehmen? Ja, ich nehme doch auch Quests an. Achso. Wen müssen wir denn noch? Achso, ich dachte, du schlägst immer noch auf die Wand ein. Die zweite hier Dingens stehen, am Obelisk, die habe ich schon angenommen. Wo gibt's denn noch welche? Auch gut. Also beispielsweise der Heilmittelhändler. Guckt einfach mal auf der Karte. Am besten, ihr macht die Minimap auf. Und die Frage, die Karte. Aber was habe ich gedrückt, dass ich nicht mehr rennen kann? Punkt, glaube ich, hast du gedrückt.
Ja, danke. Ja. So, irgendwas mit Politur. Ihr könnt wie immer lesen, wenn ihr wollt. Ich will nicht. So, Funklergel. Wir sollen... Ach ne, Funklersaft. Wir sollen... Ach, hier drinnen. Funkler kaputt machen und deren Säfte, deren Körpersäfte zu ihm bringen. Achso, Liafall, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber wenn du jetzt da unten auf dieses Symbol direkt neben direkt rechts neben deiner Aktionsleiste klickst, kannst du jederzeit deine Flügel ausbreiten und fliegen, und zwar überall hier auf dem See von Asgard. Altgard, nicht Asgard. Boah. Ich bleib hier. Das Problem ist, sobald du, also, du siehst ja so, wo da draußen die Berge sind. Die Berge sind sozusagen die Grenze. Und da kommt dann irgendwann eine unsichtbare Mauer, die nicht ganz so unsichtbar ist, wenn du dagegen fliegst. Und da kannst du nicht mehr fliegen. Allerdings, wenn man nicht gerade in eine Höhle reinfliegen muss, kann das manchmal ganz nützlich sein, dass man ganz weit hoch fliegt, dann die Flügel einklappt, aber noch, also schweben kann man ja überall. Und halt eben die Flügel wieder zu diesem Gleiten oder Schweben ausfährt und dann kann man relativ weit noch gleiten. Das ist manchmal ganz entspannt. Mir fällt auf, ich muss auch nochmal nach Altgard. Oh Mann, bin ich gut. Ach, do it. Moment, du bist in Altgard. Pandemonium. Pandemonium. Ja, wenn du zu weit oben bist, du solltest jetzt landen. Ich bin da schon gelandet. Okay. Ja, ich habe bloß gesehen, dass du kein Flugzeug mehr übrig hast. Ja, ich weiß. Was glaubst du, wie oft ich an Fallschaden in diesem Spiel schon gestorben bin? Das ist nicht, das ist immer ziemlich scheiße. So, dann muss ich nochmal zurück, war? Ist ja schlecht. Ja, der Weg in sein Herz. Eher... Also ich habe das bemerkt, ich habe zwar oben den kleinen Vortex gesehen, hab's dann aber doch sein lassen, es noch zu versuchen. Das ist möglicherweise eine gute Idee. Also das ist, ja, Vortex, ja, sollte man vielleicht mal so ein bisschen sammeln. Ist nochmal eine andere Fähigkeit. Es gibt diese Essenzgewinnung, wie gesagt. Die ist genauso wie, ist quasi dasselbe wie die, wie das Sammeln. Und da gibt's diese Äthergewinnung. Äthergewinnung ist nur für die Vortexe nützlich. Und ich sehe gerade tatsächlich gar keinen Vortex, sonst könnte ich das ganz kurz mal zeigen. Na egal, es wird ja gleich bestimmt kurz ein Moment Zeit sein, in der ich euch einen Vortex aus der Nähe zeigen kann. Ist hier noch was, was ich annehmen soll, oder wie? Hier sind viele Sachen. Areketil. Das klingt wie komisch. Areketils Erbe. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Sprecht mit Schauminerk. Oder Schauminerk. Klingt auch immer so behindert. Sprecht mit Schauminerk. So, hier draußen gibt's noch weitere Menschen. Haidun! Haidun, bitte sehr. So, ich muss mich erstmal zurück teleportieren. Ich überlege nur gerade wo. Ich sehe nämlich gerade keinen. Der Typ, der Teleporter, wenn mal. Ach so! Ja, warte. Ich helfe dir. Das ist gut. Wo bist denn du? Warte mal, bleib mal. Bin am Obelisken. Das ist gut. Dann drehst du dich jetzt mal. Egal, warte, ich komme zu dir und dann folgst du mir einfach. Wo bist denn du? Alles klar. Da bist du. Yep. Folge mir. Ja. Dorthin. Yep. Und jetzt läufst du nur noch geradeaus und dann ist da sowohl der Flugtransporter als auch der Teleporter. Aha, alles klar. Lia muss ich dir wahrscheinlich auch noch zeigen. Das mache ich später. So, Tullberg, erstmal hier ein bisschen Zeug. Slinkjagd. Warum musst du jetzt nochmal zurück? Er hat doch diese eine Quest gehabt mit die Entsendung nach Altgard. Wenn du die auch noch hast, kannst du die auch noch machen, wenn du willst. Der Kritzler. Ja, die habe ich. Pandemonium, ne? Pandemonium, ja. Pandemonium, meine ich doch. Genau. Hab ich doch gesagt. Ja, die habe ich noch, die müsste ich noch machen. Okay, soll ich dir auch noch kurz zeigen, wo der Teleporter ist? Jupp, warte. Du bist wo? Ich bin gerade weiter oben. Entsendung nach Altgard, das ist lustig. Fuck, ey. Ach, da bist du. Okay, warte, ich komme zu dir. Komme dir entgegen. Sehr gut. Schwinge deine Flügel und folge mir. Warte. Ja. So, und zwar, wenn du ganz genau jetzt geradeaus fliegst, also da wo ich jetzt, egal, ich fliege jetzt mal die paar Meter nach hin.
So, jetzt nur noch geradeaus und dann bist du da. Okay, danke. Das sind Flugtransporter und Teleporter. Die sind halt ganz wichtig. Die sind hier ziemlich versteckt, blöderweise. Also, das ist eigentlich ungünstiger in Altgard. In der Elios-Version dieser Region, nämlich in... Jetzt will ich verarschen. Was habe ich jetzt für Brainlag? In Verteron heißt die Region. Geht doch, meine Fresse. In Verteron ist das alles ein bisschen geballter. Das finde ich ein bisschen praktischer, aber naja. Wo muss ich denn hin? Hier in... Direkt zu dem Teleporter, neben dem du rausgekommen bist. Mit dem musst du quatschen. Ach so, oh, ich wäre jetzt zu dem anderen gelaufen. Ich bin schon. Also genauso clever wie ich. Ja, ja. Naja, falls, falls ihr noch irgendwas anderes machen wollt, könnt ihr es ja auch noch machen. Unsere Sache. Nö, Heitung. Also könnte ich zwar, aber will ich nicht. Die Krassau-Bedrohung. Wir müssen Eiskrassau killen. Kriegen wir hin. M-Garter. Unterhalte mit einem Skurf. Was auch mal Skurfs sind. Kuhu, Kuh, Quang, Quang. Was? What do you want from me? Kuhu, hält ein Stück Pergament von Kuhu, Kuh. Teleportiert euch vor sich. Nach Altgard. Alter, der hat so einen geilen Pagan, oder? Wie heißt der? Pagamini? Nee, ist nicht. Oh, komisches Ding. Was wollt ihr? Hey, komisch. So, und sprecht mit Iltu. Achso, der Iltu ist der Maul-Dolmetscher. Ich kann eure Stimme nicht vertragen. Ich bin wieder da und habe ein bisschen Geld weniger. Alter, das Rotmensch, Stamms. Würde dieses Dokument Sultran geben, sehr wohl. Ich bin mal wieder euer blöder. Ich soll einen Meier aufsuchen. Was? Ein, so ja, Altgard-Feste? den muss ich auch aufsuchen. Den muss ich gleich mal noch suchen. Unsere Sache Rion, der fehlende Bericht. Ach so, muss wegen Moas hin, machen. Ja, heißt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Das ist jetzt die Sache, ja. Tu das. Warte mal. Die fehlende Bitte, das ist das dann, ne? Ja, alles klar. Ich finde den halt nicht, ich weiß nicht, wo der ist. warte mal. Der ist... Meier ist... Ist der hier irgendwo oder nicht? Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht. Weil ich sehe ihn auf der Karte nicht quasi. Ja, warte mal. Teleportiert euch zur Altgard. Ach so. Der Eschonten-Centurion neben Sutran in der Altgard-Festung. Das ist, wenn ihr... Also das auffälligste Gebäude ist ja dieser Tempel. Und links davon, das etwas weniger auffällige Gebäude, allerdings mit einer Statue auf dem einen Flügel. Und dieser großen Statue, das ist das Legions... Also, naja, das Gebäude, in dem der Archonten-Centurio, da wo die halt gerade drin ist, sehr praktisch, genau. Da wo der Brigadegeneral und der Archonten-Centurio drin ist. Jonas, findest du's? Dabei. Alles klar. Toll. Ich bin jetzt Stufe 13. Da bin ich noch auf dem Weg hin. Entsendung nach Altgard. Hier ist mein Empfehlungsschreiben. Dankeschön. Sehr geil. Nicht so viel Sonne, Wächter des Eissees. Ich habe eine Kampagnenquest angenommen. Okay, Leferisten kaputt machen. Kriegen wir auch. Das habe ich mir alles schon geholt. Der Tempel und dann nach links oder rechts, hab's nicht ganz witzig gesagt. Ja. Warum kommt ihr erst jetzt? Links oder rechts vom Tempel jetzt? Links, links, wenn du vor dem stehst, nach links. Ja, alles klar. Genau. So, jetzt nehme ich hier auch mal die Kampagnenquest an. Alles klar. Scheiße, deine Quest zu viel. Das ist ein kleines Problem gerade. Zu viele Quests! Ich hätte ganz gerne den Minecraft Too Many Items Mod hätte ich jetzt gerne mal für... hätte ich jetzt gerne mal für Iron. Das ist dann Too Many Quests Mod. Warte mal. Achso, das ist ja der... Ach ja, scheiße, das ist ja die Quest. Okay. Ja, den brauchen der eine, nicht den, mehr. Den einen Typen, den ich jetzt gerade nicht finde, der ist nämlich, glaube ich... Ja, Borenda ist nämlich der Typ, der... Genau. Mal gucken, ob ihr den findet.
Wen? Die Quest, die... Moment. Nehmt erstmal weiter hier unten alle Quests an und schließt ab, was ihr könnt und so weiter und so fort. Und dann mal gucken, genau, ob ihr den einen Typen findet. Wie hieß er? Asylumbra. Weiß ich gerade nicht mehr. So. Er kannte nicht, bla bla. Respekt. Die, genau, wie wär's mit dem Anfang? Ach ja, genau. Mal gucken, ob ihr Borenda findet auf Anhieb. Und liebe Zuschauer. Warte. Hier. Ja. Das da ist Borenda. Das ist die Markierung für Borenda. Ich gehe jetzt mal ganz kurz. Und dann könnt ihr mal, raten, wo ist denn Borenda? Und in der nächsten Folge werden wir das für euch auflösen. Sozusagen an dieser Stelle. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lasst ein paar Kommentare da. Genau, tschüss. Tschüss.